Herr Weidemann, welche neuen Produkte haben Sie denn auf die ProLeiten Sound mitgebracht in diesem Jahr? Ja, erzähle ich gerne was drüber. Wir haben neue Produkte und zwar mit einer neu entwickelten Kopfhörertechnologie. Wir nennen es Tesla-Technologie. Tesla, vielleicht erinnern Sie sich noch so aus der Physik, so ein bisschen ein Maß für die magnetische Feldstärke. Tesla-Schallwandler sind Schallwandler, die aus unserem eigenen Haus kommen. Wir arbeiten mit 300 Leuten in Heilbronn, haben also richtig mechanische Fertigung, Handarbeit noch, made in Germany. Und das heißt einfach extrem hohe Magnetfeldstärke im Inneren des Schallwandlers, höchste Effektivität. Das heißt auch bei kleinem Eingangssignal schon sehr schöne große Lautstärke. Zum Beispiel Modell T50P, das ist ein kleiner portabler Kopfhörer, den wir hier sehen. Sehr schön vom Design her, vom Aufbau her. Wir verzichten gerne auf Plastik, wenn wir dafür ein bisschen mehr Metall verwenden können. Das Gerät ist sehr leicht, angenehm zu tragen. Hält den Umgebungslärm außerordentlich gut draußen, trotz der kleinen Bauform. Also auch selbst in dieser Umgebung hier kann man problemlos Musik genießen. Verwendet eben die Tesla-Technologie innen drin. Ist natürlich ein bisschen schwierig mit der Kamera aufzufangen. Aber heißt einfach für Anschluss an MP3-Player, CD-Spieler, was auch immer. Hoher Wirkungsgrad, ich muss nicht so laut aufdrehen, habe eine längere Laufzeit des Akkus, habe also letztlich mehr von der Musik. Genau. Ja, dann teste ich einfach mal den neuen Kopfhörer. Würden Sie mal das Mikro okay, halten? Ich halt Dankeschön. Mal das Mikro, genau. Also ich muss sagen, ich habe nichts mehr vom Messelärm gehört um mich rum. Okay, dafür ein bisschen Musik wahrscheinlich. Super Musik. Gut, klasse. Vielen Dank. Herr Weidemann, gibt es denn noch ein anderes innovatives Produkt außer dem T50P? Ja, selbstverständlich. Wir waren ja eben schon bei Tesla-Technologie stehen geblieben. Ich zeige Ihnen einfach jetzt mal unser neues Flaggschiff. Das Ding hört auf den Namen T1, wie man hier sehr schön auch sehen kann. T1, das war eigentlich so der erste Kopfhörer der Tesla-Baureihe. Deswegen heißt er auch T1. Und das ist ein Modell für den absoluten High-End-Bereich. Hat Wandlersysteme ebenfalls mit sehr, sehr hohem Wirkungsgrad, aber eine Besonderheit dabei ist natürlich das außergewöhnlich hochwertige Design. Lederkopfband mit Saturnband, mit Bayer Dynamic Logo drin, viele Bauteile aus speziellem eloxierten Aluminium oder hier zum Beispiel ein sogenanntes Wechselköpergewebe, das ist aus Edelstahlfaden genäht, also richtig wie so eine Klamotte genäht. Und halt vom Erscheinungsbild her extrem hochwertig, Optik, Haptik, aber natürlich auch die Akustik. Man sieht Besonderheiten hier innen drin zum Beispiel, dass der Schallwandler nicht mittig sitzt, sondern einfach ein Stück aus der Mitte raus und auch angewinkelt ist, sodass der Schall also wirklich direkt in die Ohrmuschel reingeht. So direkt wie möglich, verhindert Reflexionen, macht ein sehr schön räumliches Klangbild. Ja, weitere Besonderheit noch, der Schallwandler ist hochohmig. Hier haben wir auch wieder ein bisschen Physik. Hochohmig bedeutet, wir verwenden hier für das Wickeln der Spule, der Magnetspule, einen extrem dünnen Draht, Kupferdraht, dünner als ein menschliches Haar. Und dadurch ist die Schwingspule sehr, sehr leicht und kann extrem gut auf Impulssignale reagieren. Das heißt also außerordentlich hochauflösende Klangwiedergabe. Wie gesagt, für den High-End-Bereich, preislich liegt er bei 890 Euro. Also auch nicht gerade billig, aber für einen Kopfhörer made in Germany absolut preiswert.